Aber ich glaube, das sieht schon sehr danach aus. 91. Faraday Future. Genau. Da ist Faraday Future. 91 heißt es übrigens. FF 91. Was direkt auffällt, es soll ein SUV sein, der kommt mir aber eher vor wie so ein Maxi-Kombi. So. Ja, das Problem ist immer, beim Elektroauto ist Aerodynamik, sind Fahrwiderstände noch viel entscheidender als beim Verbrennungsauto. Ja. Das heißt, du musst eine exzellente Aerodynamik hinbekommen. Und das geht mit einer normalen SUV-Form nicht. Und deswegen müssen die halt, wie beim Model X, auch sehr coupéhaft werden. Ja. Was auffällt, sind die Räder voll abgedeckt und... Und was auch auffällt, keine Spiegel, sondern Kameras. Und da ist die Frage, ist das legal? Denk mal nach, es gibt auch in Deutschland ein Auto, das nur mit Kameras fährt. VW XL1. Also von vorne sieht er mal deutlich besser aus als von hinten, aber schön ist das nicht. Es ist aber anders und es ist, also ich finde schon, es ist schon eine Ansage. Aber ist anders nicht die kleine Schwester von Scheiße? Optik ist ja aber Geschmackssache. Guckt euch das Auto mal an und sagt uns, wie er euch gefällt. Also mich erinnert es an den DS5 von Citroën. Der ist sehr schöner. Der ist aber definitiv schöner. Es ist halt sehr, sehr eigen. Also es ist toll, dass sie sowas machen und die Prognosen, dass er irgendwann mal wirklich auf die Straße kommt, die sind ja miserabel. Der? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Die stellen doch nicht so ein Auto vor und bauen es da nicht. Das ist genau das Problem. Denen ist das Geld ausgegangen. Ich hätte 203 Dollar. Könnte ich die investieren in Faraday Future Aktien? Ich glaube nicht, dass das reicht. Also die Frage ist, wie weit kommt man damit? Aber es gibt ein paar Details an dem Auto, die sind ganz spannend. Guck mal hier unten. Das ist eine induktive Ladeplatte. Das heißt, du kannst das Auto rüberfahren und kannst induktiv, ohne dass du irgendein Kabel ansteckst, das Auto aufladen. Und das ist gar nicht so schlecht, machst du dich nicht schmutzig dabei. Noch mal kurz ein paar nackte Zahlen. Ja. Über 1000 PS, also weiß ich, darf man nicht sagen, aber wir machen wir mal, ne? 1000 PS und die soll 700 Kilometer Reichweite. Ja. Glaubst du? Ja, ist ja eine rein rechnerische Sache. Es ist ein 130 Kilowattstunden LG Cam Akku drin. Das ist erst 30 mehr als im größten Tesla. Ja, und das ist derzeit der mit Abstand größte Akku, der theoretisch für Serienfertigung geplant ist. Also das Auto ist ungewöhnlich designt. Mir persönlich gefällt es nicht, aber das ist reine Geschmackssache. Das Front finde ich noch besser als das Heck. Aber was geil ist, unten hat er auch noch ein Display mit dem Logos. Apropos Logo, Mercedes-Benz habe ich da hinten gesehen, da gehen wir jetzt mal gucken. Also, tschüss Faraday. Mercedes.